können wir die Herstellungsprozesse verbessern mittels der Daten und künstlicher Intelligenz? Wie können wir die Diagnose von Krankheiten verbessern? Wie können wir Ärzten helfen, zum Beispiel Krebs besser zu erkennen? Und das sind ganz spannende Themen, die man mit Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz lösen kann. Wir sehen, dass der Begriff der künstlichen Intelligenz heutzutage sehr vielfältig gebraucht wird und oft gar nicht so recht klar ist, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, was künstliche Intelligenz bedeutet und was das alles umfasst. Aus diesem Grunde finde ich die Veranstaltung heute hier sehr passend, dass man KI begreifbar und erfahrbar macht und einfach sieht, in welchen Bereichen künstliche Intelligenz heute schon großartige Anwendungen bietet. Sehr gute Kooperation auch zwischen unserem Haus und dem FCD, dem KIT. Und von daher bin ich natürlich immer sehr gerne dabei, mich auszutauschen mit den interessanten Menschen, die man kennenlernen kann und natürlich auch weitere Projekte zu finden und dann gemeinsam auch natürlich zum Erfolg zu bringen. Meine Erwartungen ans Open House im FCD sind eigentlich spannende Vorträge und die aktuelle Wissenschaft zu sehen, die gerade hier im Karlsruher und Rhein-Neckar-Raum eben gemacht wird und erfüllt wird und ja, wie immer, nicht enttäuscht worden, spannende Vorträge, daneben auch noch großes Netzwerk gehabt hier zum Netzwerken, rauszufinden, wo Synergien gemacht werden können zwischen Industrie und FZI und ja, wie immer, sag mal, eine Reise wert und war ein sehr spannender und interessanter Tag.